Moin zusammen und weiter geht's mit Endzone, World Apart. Offene Aufträge am schwarzen Brett. Ach, cool. Schauen wir uns das mal an. Das Forum ist fertig. Wir haben nicht genügend Wohnraum. Unsere Leute leben auf der Straße, Boss. Wir sollten niemanden unter diesem... Ja, ich weiß. Machen wir. Strahlenanzüge produziert. Siedlern 38, okay, die soll ich jetzt alle irgendwie nochmal unterkriegen. Ich würde sagen, das Einfachste ist auf jeden Fall eine weitere Zuflucht. Plop. Dann möchte ich auf jeden Fall einmal dieses Dekretfenster hier, Geburtenkontrolle. Sie sinkt die Zufriedenheit. Ja, Effekt ist, wird so lange auf die Siedlung, bis seine Ablenkzeit abgelaufen ist. Dekret erlassen. Kinderverbannt. Kinder werden aus der Siedlung verbannt. Die sinkt die Zufriedenheit um 5. Alte Siedler werden aus der Siedlung verbannt. Sinkt die um 3. Siedler dürfen nur noch 50% ihrer üblichen Nahrung konsumieren. 50% des üblichen Wasserbedarfs. Nee, erstmal nur das, würde ich sagen. Ansporn, Sorgfalt und so weiter. Wenn es deine Anweisungen sind, Boss, dann werden wir es auch so halten, auch wenn wir nicht besonders glücklich damit sind und gerne selbst entscheiden würden, wenn wir unsere Familien gründen. Es wäre besser, wenn du dich darum kümmern könntest, dass wir weiter wachsen können. Ja, dazu muss ich aber erstmal hier ein bisschen Wohnraum schaffen, Kollege. Was habe ich denn noch für Bauaufträge allgemein? Der kann pausieren. Der kann pausieren. Der auch. Ich bin auch doof, ne? Komm, einfach zack, als nächstes bauen und dann können die Dinger hier immer noch fertiggestellt werden. Ja, auf jeden Fall habe ich mir in der Zwischenzeit überlegt, ich werde mich hier nach hier hin auch nochmal so ein bisschen ausbauen. Wenn man mal irgendwie so gar kein Holz. Würde sich hier anbieten, da irgendwie nochmal nach rechts dann die Förster zu entsenden. Den hier nehme ich tatsächlich nochmal weg. Deshalb nehme ich bis hier und da. So, dann kann ich das Ding nämlich irgendwo da hinsetzen und dann habe ich noch ein bisschen größeren Radius. So, bis hier. Försterhütte. Zack. Gut. Was habt ihr noch? Schrottfänger. So, ich habe nicht mehr ganz so viele. Leute über. 1, 2, 3, ja, 40. Ich gehe hier nochmal wieder runter. So machen wir das. Strahlenschutzanzüge. Ja, das schaffe ich leider nicht mehr hier. Tschüss. Wissen ist Macht. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, keine Ahnung was. Irgendwas wird schon passiert sein. Ressourcen werden eingelagert. So, Aufträge. Alle Ressourcen nehme ich mal weg. Holz abbauen. So, Leute, ihr geht da mal alle runter und holt das Holz nach oben.
muss ich leider noch eine Zuflucht hinquetschen. Gott, kein Stoff mehr. Holz, Metall, Plastik, Stoff. So, und ich hatte mir nämlich überlegt in der Zwischenzeit, dass ich hier immer noch Holz produziere und dann aber auch nochmal Recycler hier hinsetze. So, für jeden Rohstoff einmal. So, 147. Müssen ja 30 Leute theoretisch hier zum Holzhacken kommen. Wahnsinn, ey, das werden immer mehr. Das würde auch nichts hier mit dem Auftrag. Na, ich kriege aber auch nicht Baumaterial, wenn ich es denn schaffen würde. Wäre schon cool. Alles pausieren da oben. Und als nächstes bauen. Nur noch 33. So, ein bisschen Platz für Deko dazwischen. Hier kommt dann vielleicht nochmal ein Feld rein oder so. Neue Technologie wurde erforscht. Sehr nice. Hütten. Ja, hier oben so weit außerhalb wollte ich eigentlich nicht. Ja, dann gehen wir hier oben hoch zum Holzhacken.
150 sind strahlenbelastet. Ey, das darf doch nicht wahr sein hier. So, und schon wieder 21 Häuser. Ey, hallo. Und, na, ich würde dann hier doch noch mal eine weitere Zugflucht hier irgendwo reinsetzen. So, als nächstes bauen. Ein Apfel am Tag. Doktor gespart. So, 100 mal 6, 106 mal Holz hier oben und wieder über die 25 rüber. Wenn das mit der Zuflucht jetzt auch nichts wird, dann weiß ich auch nicht weiter. Auf jeden Fall wird das mit meinem Friedhof hier auch bald eng. Und 50 Siedler. So, sieh zu, sieh zu. Ja, die beiden Häuser sind auch schon fertig. Da würde noch eins reinpassen. Das mache ich auch. Muss ich ein bisschen quetschen jetzt hier. Passt nicht. So, noch für drei. Als nächstes bauen. Hier gibt's Pillen. Noch für ein. Komm schon, letztes Haus da oben. So, Wetterstation, Elektronik. Immunität. Was ist der Kräutermedizin meiner Siedler erhöht sich um 200%. Dadurch können keine neuen Krankheiten ausbrechen. Ungebildete Erwachsene werden gebildet. König der Holzfäller. Dieses Dekret verbraucht zwei Wissen, das in der Forschungsstation angesammelt wurde. Beisetzungsverbot, Lagerhaus, Abbau von Kohle, Stollentiefbau. Durch diese Technologie können unsere Bergarbeiter tiefe Stollen in die umliegenden Berge treiben. Dadurch würde es uns möglich sein, die Minen dichter aneinander platzieren zu können. Ah, okay. Küche. Eine Küche kann verschiedene einfache Nahrungsquellen in hochwertige Nahrung umwandeln und damit eine größere Anzahl Siedler versorgen. Das wäre natürlich auch mal interessant. Aber ich gehe auf die Elektronik. Sehr nice. Die Leute sind ziemlich glücklich mit ihren neuen Hütten. Sie werden einziehen und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Vielleicht wächst ja sogar unsere Bevölkerung. Bei der Konstruktion sind außerdem ein paar Materialien übrig geblieben. Ja, ein paar Materialien. So, dann baut mal alles weiter hier. Zuerst den Holzfäller.
Ach, das Dekret ist schon gar nicht mehr aktiv. Okay. Er ist fertig. Gott, dann sind das nur noch die beiden, die gebaut werden. Hey, Bus. Ach, warte mal. Den Auftrag anzunehmen. Okay. Dekret Wissenstransfer erforscht. Machen wir das mal zuerst. Gibt ein bisschen was auf die Zufriedenheit. Unsere ersten Siedler. So, schade. Ich dachte, ich könnte zwei parallel annehmen. Das funktioniert aber leider nicht. So, der macht Medizin, der macht Tabletten. Passt. Jäger des verlorenen Schrotts. Ach, apropos, ich habe ja den Schrottsammler erforscht. Könnte ich eigentlich langsam mal anfangen zu bauen. Windradruine. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie so ein komischer Baum. Sieht aus wie Wurzelwerk hier. Ressourcen, Schrottfänger. Ah, schade, er passt da nicht rein. Metall, Plastik, Stoff, ja, ich brauche wesentlich mehr. So, wesentlich mehr Rohstoffe. So, zack, mal das
Limit ein bisschen erhöht hier. Schrott, okay. Komplett voll. So, niedrig, da kommt einer rein. Hier auch. Ach ne, der braucht noch Plastik. So, nur noch 5 Siedler, die hier irgendwie unterwegs sind. Sieht doch soweit gut aus. Dekontaminierer. Der ist voll. So, ein bisschen Plastik und Stoff brauche ich noch. Und Verpflegung. Warte mal, wo kriege ich die denn her? Verkürzung, schade. So. Schrottwerkzeug, Metallwerkzeug. ...157 Leute ohne Schutzkleidung, ey. Also mal ehrlich, ne? Das ist aber echt nachhaltig verkackt. Immerhin läuft die Werkzeugproduktion so einigermaßen. Sehr cool. Und es wird erforscht. Yay. Gut, neue Technologie erforscht. Wissenstransfer. Alle ungebildeten Erwachsenen werden gebildet. Dieses Dekret verbraucht zwei Wissen, das in der Forschungsstation gesammelt wird. Dekret. Da benötigt zweimal Wissen. Habe ich nicht. Muss erstmal wieder erzeugt werden hier. Mal gucken. Spezielle Belohnung wie Saatgut, Wissen oder Technologien. Örtliche Wildpopulation am Steigen ist. Wir sollen diese Gelegenheit nutzen, um etwas mit Protein auf den Tisch zu bekommen. Reh und Wildschwein. So, hoffen wir mal, dass das auch zeitnah alles rangekarrt wird.
Ich habe das Gefühl, dass mir meine Leute wieder wegsterben. Und ich keine Kinder nachkriege. Das wäre echt blöd. So, wie sieht es mit der Zufriedenheit aus? Ey, hier ist nicht ganz so happy. So, ab durch die Hecke. Bisschen aufhübschen hier oben. So, dann war doch hier irgendwie noch ein Haus. Das war irgendwie auch nicht so ganz happy. Schrotttotem. Zufuhrluft irgendwie mal schließen geht nicht, ne? Nee. Hier gibt es Pillen, 400 von 500. So, Schrottfänger werde ich hier auch noch mal platzieren. So. Ja, mir sterben die Leute weg. Kommt zwar auch hier und da immer mal wieder einer nach, aber die meisten, die segnen gerade echt das Zeitliche, ja? Muss mal die Häuser durchgucken. Jung erwachsen und erwachsen. Kind, junge Erwachsene. Okay, nee, die sorgen noch für Nachwuchs. Die auch. Ja, die vielleicht nicht mehr so unbedingt. Die sollten eigentlich noch.
Ist jetzt, glaube ich, nicht so tragisch. Müssen wir mal abwarten. Ja, schade. Das wird leider nichts. Unsere Jäger haben beim Ausweiden der Tiere einige interessante Pflanzenreste in den Mähen gefunden. Einige unserer Experten meinte, dass wir diese Pflanze vielleicht auf unseren Feldern anbauen könnten, wenn wir ein unverdautes Exemplar finden. Okay, Pflanzen sammeln. Kräuter. 0 von 302. So, mal ein bisschen erhöhen hier. Kräuter gehe ich dir hier auch mal auf 1000. Elf sind krank. Und immer noch 116 ohne Schutzkleidung, ey. Wahnsinn. So, die nächste Forschung, Elektronik. Ja, dann komme ich langsam mal Richtung Strom. Wäre auch echt nicht ohne. Okay, ich könnte hier natürlich mal Kundschafter hinschicken. Diese Ort sieht vielversprechend aus, aber das Radar zeigt uns nicht genau, mit was wir es zu tun haben, Boss. Wir sollten erst einen unserer Kundschafter losschicken, um den Ort zu erkunden. Danach können wir eine Expedition zusammenstellen und auf den Weg schicken. Dann mach das mal. Zum Abbau freigeben mache ich dann später. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Niedrig und rein zum Arbeiten. Und gleich kommt eine Dürre. Ich hoffe mal, die werden vorher noch fertig damit Kräuter sammeln. Sonst wird das ein bisschen schwierig. So, 230. Elektronik wurde erforscht, ist ab sofort verfügbar. Achso, Dürre. Bei dem Gebäude handelt es sich wohl um einen Geschäftboss. Auf dem Schild vorne prangt der Schriftzug My Home is My Castle. Das schien wohl damals Leitspruch gewesen zu sein, wenn es um das eigene Zuhause ging. Den Luxus, unsere Endzone mit allerlei schicken Möbeln und anderen Dingen einzurichten, hätten wir natürlich nicht. Vielleicht finden wir hier aber genügend Materialien, um aus der Siedlung auch eine eigene kleine Festung zu machen. Bei dem Gebäude handelt es sich. Achso, und den Text hatte ich. Ausrüstungsempfehlung. Vorteil durch Bildung. Gebildete Forscher. Schrottwerkzeug. Baumeisterabzeichen. Vorteil durch Ressourcen. Okay, schauen wir mal. Siedlerabzeichen. Siedlerabzeichen. Kann man die mal. Vorteil durch Bildung.
Achso, dann habe ich das. Dann brauche ich noch Ausrüstungsempfehlung, Schrottwerkzeug. Schrottwerkzeug, Vorteil durch Ressourcen. Stoff 18 auf Lager. 20 bräuchte ich. Metallwerkzeug auch noch. Okay. Aber nicht nur mit einem. So sieht das auch gut aus. Ah, Aktionspunkte. Mal voll den Humpen. So. Okay, Expedition abbrechen. Nein. Ressourcenlimit ist noch nicht erreicht. Ja, Boss, wir haben tatsächlich was gefunden, aber das Exemplar ist eher klein und schwächlich. Wir sollten ihn eher vorsichtig behandeln. Wenn wir uns für den Setzling eine Umgebung schaffen können, in der er gefahrlos wachsen kann, könnte er vielleicht durchkommen. Wenn wir ein Modul für unsere Bewässerungsanlage konstruieren, glauben unsere Spezialisten, dass er gute Chancen hat. Machen wir. Plastik eingelagert. Ach Gott. Ja, und mir sterben echt die Leute weg. Erwachsene 5 von 25, 21. Betagt, erwachsen. Kann man die nicht irgendwie... Ja, komm, abreißen, ist egal. So, 17 sind jetzt obdachlos. Sogar. Die Montage abbrechen. So, die gehen jetzt hier alle raus und verteilen sich dann wieder auf die umliegenden Häuser, falls sie noch irgendwo welche waren. Sandsturm. Jäger, Bauern, Schrottsammler. So. Kommen wieder ein paar Erwachsene nach, ein paar Kinder auch so nach und nach. Man muss erstmal aufpassen. Sterben gerade wieder welche. Ich überlege gerade, wo ich noch Leute abziehen könnte. Also sonst beim Holz habe ich eigentlich relativ viel.
Unkontaminierte Regen. Ich werde einmal kurz die 11 Bewässerer rausholen. Einfach nur, bis das Lager hier mit Wasser voll ist. Strahlung kommt da gerade zum Glück nicht. Und die Kinder kommen auch wieder nach. Sehr schön. Unsere ganze schwere Arbeit hat sich gelohnt. Wir haben genug Saatgut sammeln können, um unsere Felder damit zu bepflanzen. Sehr nice. So, dann zurück. Was haben wir denn bekommen? Zucchini. Karotte, Pfirsich, Kartoffel. Pflanzen wir da mal Zucchini an. Expedition wird vorbereitet. Oh Gott. So, forschen. Ja, ich habe die Rohstoffe nicht. Ich muss jetzt echt mal warten, bis der Kram hier fertig ist. Arbeitsfeld ändern. Gucke mal. Und schon habt ihr einen ganz kurzen Arbeitsweg. So, Wasser wird auf jeden Fall so ein bisschen weniger. Muss ich im Auge behalten. Ach, gucke mal. So kriege ich sie raus aus den Hütten. Einfach quasi abreißen und dann abbrechen und dann sind 18 draußen. Endlich geht es uns ganz gut, Boss. Wir haben alles, was wir so für unser Überleben brauchen, aber einige von uns denken immer noch, dass es doch noch etwas mehr sein könnte. Diese Gruppe will auf Nummer sicher gehen, dass wir auch schlechte Zeiten Vorräte haben. Eigentlich keine schlechte Idee. Okay. Verpflegung, Schrottwerkzeug, Wasser einlagern, Aktivkohlemasken einlagern. So, und die produzieren immer schön 4 Stück. Hier gibt's Pillen. Errungenschaft freigeschaltet. 500 jetzt wahrscheinlich zusammen.
Jo, kommen ordentlich Kinder nach und die Alten sterben nach und nach weg. Ach, guck mal, als nächstes reparieren. Der ist kaputt, der Turm, oder was? Machen wir mal. Aktivkohlemasken 4. So, von Elektrik gehe ich mal auf Stoff. Schrottwerkzeug einlagern. Sehr schön. Aktivkohlemasken, ja, das kann ich die hier einmal so. Beschränkung der Schutzkleidung. Einmal kurz rausnehmen. König der Holzfäller. So, 12. Sechs. Kann ich die nicht irgendwie kurzzeitig mal... Na, irgendwie nicht. Irgendwie mal vom Markt nehmen für eine kurze Zeit. Oh, Recycler produziert zweimal. War das sonst immer nur einmal, glaube ich. Ja, wird knapp auf jeden Fall. So, Wasser eingelagert. Die sind irgendwie voll. Voll, voll. Und der geht nicht richtig voll, weil die hier alle das Wasser rausholen. Komme ich da nicht auf Maximum hoch.
Ja, schade, dann wird das wohl nichts mit der Mission. Werde ja trotzdem noch mal ein Silo dazusetzen. Werkstatt 1, Werkstatt 2. So, Werkstatt 1 geht auf Metall. Die können ruhig Schrottwerkzeug machen. Die machen auch Metallwerkzeug. Die machen beide Aktivkohlemasken. Förster, Schneider, Köhler. So, wie sieht's denn hier aus? Ah, ich habe schon wieder 4 Punkte voll. Ist natürlich sehr gut. Gehe ich zuerst mal auf die Windkraftanlagen. So, Arbeitsfeld ändern und auch hier vorne hin. Kurzer Arbeitsweg. Optimal. Alles top. Bauen. Noch einen Brunnen hier auf der Ecke irgendwo. Der geht bis da und bis da. Kommt da noch ein Brunnen hin? Und Regenspeicher werde ich hier nochmal zwischensetzen. Stellen wir gerade wieder ein paar Leute weg. Sandsturm macht wieder eine Menge kaputt. Viele unserer Siedler sind gezwungen, sich ungeschützt durchs Ödland zu bewegen. Was soll ich machen? Aktivkohlemasken produzieren. Noch eine Schneiderei. Das passt auch hier unten mit der Kohle. Na, gucke mal, und da kriege ich sogar noch die Straße hier nicht baue. Kriege ich da sogar noch eine Schneiderei zwischen. So, und die wird als nächstes gebaut.
So, jetzt sagt die Uhr. Ja, hier mache ich noch eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis bald und ciao.